Willkommen zu meinem Talk über Flutter. Ich bin erstaunt, wie viele Menschen hier sind. Vielleicht erstmal zu der Frage, was ist denn Flutter überhaupt? Ich schätze, die meisten werden davon gehört haben, sonst gehen sie nicht in Talk. Trotzdem, ich erkläre es nochmal. Flutter ist ein Software Development Kit, mit dem man ganz einfach oder mehr oder weniger einfach Anwendungen für alle möglichen Betriebssysteme und Plattformen erstellen kann. Das ist, würde ich sagen, die kürzeste Zusammenfassung, die man machen kann. Installiert wird das Ganze unter macOS, Linux oder diesem Dingens da von Microsoft. Unter FreeBSD soll es theoretisch möglich sein. Zum Aufbau von Flutter. Flutter ist quasi ein Mix aus Layout und Sprache in einem. Das mag den meisten erstmal merkwürdig vorkommen. Bei den meisten Anwendungen, bei den meisten Technologien, mit denen man Anwendungen gerade für Mobilgeräte schreibt, ist das Layout in irgendwelchen XML-Dateien und der Code in anderen Dateien. Und das ist vollkommen anders bei Flutter. Bei Flutter ist das zusammengemischt. Da ist das Layout mit im Code und der Code ist Teil des Layouts-Teils. Quasi so wie bei unsauberem JavaScript, falls das noch Leute kennen. Das heißt, es gibt da irgendwelche Klassen, also es wird die Sprache Dart verwendet, die wurde extra für Flutter entwickelt, die Sprache. Also es kann sein, dass eine Dart-Klasse da ist und die Teile hat, die Code sind und Teile hat, die Layout sind und der Code wiederum Teile des Layouts ändert. Also das ist da wirklich komplett gemischt wie ganz normale Eigenschaften von Objekten. Das mag sehr verwirrend wirken. Wer jetzt keine Ahnung hat, wie was aussehen soll, es gibt online so einen richtig schönen Katalog, wo erklärt wird, was macht. Das ist sehr gut dokumentiert. Das findet man unter flutter.dev unterm Widget-Katalog. Und jetzt habe ich ja schon erwähnt, dass das Design Teil vom Code ist. Und da kommt man jetzt an Performance-Probleme, wenn man sich das so überlegt, irgendwie alles gemischt, nichts getrennt, da muss ja ganz viel immer gerechnet werden. Und da hat sich Flutter eine ganz interessante Technologie überlegt, namens Stateful Widgets und Stateless Widgets. Was bedeutet das? Stateful bedeutet, es hat einen Status. Nehmen wir an, wir haben irgendwie eine schöne Liste mit grünem Hintergrund. Und wenn man jetzt irgendwo draufklickt, haben wir geschrieben, okay, da wird der Hintergrund jetzt nicht mehr grün, sondern der wird blau, wenn man draufdrückt. Das heißt dann stateful. Es hat einen Status und wenn was passiert, ändert sich das. Und stateless bedeutet dementsprechend, dass es keinen Status hat und sobald das übergeordnete Widget sich ändert, wird das eben übertragen. Klingt verwirrend, man gewöhnt sich dran. Genau, das war jetzt ziemlich viel Gelaber, jetzt möchte ich das mal live zeigen. Ich hoffe, ich habe mich gar nicht auf die Präsentation vorbereitet, es trotzdem funktioniert. Moment, welche Software ist das? Ach so. Also, hier haben wir jetzt eine Dart-Datei, ich weiß nicht, kann man das lesen? Soll ich zoomen? Scheiße, wie macht man das? Will beides nicht. Gezoomt habe ich tatsächlich noch nie. Egal, dann versuche ich zu erklären, was da ist. Hier haben wir eine Dart-Datei, erkennt man an der Dateiendung. Dart ist die Sprache, die man für Flutter verwendet. Ich werde immer häufig gefragt, zu was das Ähnlichkeiten hat. Ich finde, es ist irgendwie von allem und man kann sich relativ gut da reinfuchsen. Also es ist objektorientiert, ich definiere eine Klasse, die dann irgendein Widget enthält. Das bedeutet, dass die Klasse, wenn ich die irgendwo einfüge, dass die das, was als Widget definiert ist, dann anzeigt. Das ist in diesem Falle ist das
Kindchen, also das Child ist eine Homepage, das ist eine andere Klasse und so wird es einfach verschachtelt, wie man es von HTML-Tags kennt. In das Body kommt das Main, in das Main kommt die Heading und darunter kommt, keine Ahnung, die Navigation. So wird es unter Flutter auch gemacht, nur mit dem Unterschied, dass man in einer Klasse gleichzeitig Layout-Informationen hat, wie das Aussehen, was da angezeigt wird und irgendwelche Funktionen bzw. Methoden. Und dass sich eben total mischt. Das heißt, wir haben einen Button, wir können einen Button definieren, zu dem wir direkt sagen, wenn da drauf geklickt wird, wird von dem Widget, zu dem ich gehöre, die Hintergrundfarbe geändert. Und wenn sich diese Hintergrundfarbe ändert, muss ich mich, und das ist eine entscheidende Funktion von Flutter, nicht darum kümmern, dass das irgendwo gemacht wird. Ich setze einfach die Variable Hintergrundfarbe auf die neue Farbe und das wird dann automatisch geändert. Das ist dieses Stateful und Stateless. Ich sage dem Widget, es hat sich geändert und dann wird es geändert, ohne dass ich wie bei JavaScript oder Android-Entwicklungen sagen muss, okay, ich suche mir das Element mit der Identifikation so und so und schreib da was drauf. Nee, gibt's nicht. Ich sage einfach, die Hintergrundfarbe ist anders und sobald ich das sage, wird das abgedatet. Das ist total verwirrend am Anfang, aber ich finde, das ist eine total coole Funktion von Flutter. Jetzt war das so ein bisschen Praxis. Jetzt möchte ich einmal darüber reden, wie Flutter denn überhaupt funktioniert an sich. Da gibt es einmal das Framework Flutter. Das bietet Layout-Zeug, schönes Design, Animation, weiß ich nicht was und irgendwelche Behältnisse, wo man Sachen reinfüllen kann. Das ist in Dart geschrieben und dann gibt es darunter die Engine, das ist der Übersetzer in die verschiedenen Programmiersprachen. Dart und Flutter funktionieren nämlich auf so gut wie jeder Plattform, vom Android-Handy über einen Toaster zum iPhone und im Webbrowser. Und deshalb wird das Dart niemals in Maschinencode kompiliert, sondern nur in eine andere Programmiersprache. Das heißt, wenn ich eine Flutter-Anwendung für Android kompiliere, kommt da Kotlin-Code raus und dann wird nochmal der Kotlin-Code kompiliert. Und wenn ich die für Linux kompiliere, kommt da C++-Code raus und dann kann ich den C++-Code per Hand für Linux kompilieren. Im Web kommt da einfach JavaScript-Code raus, der dann ausgeführt wird. Das heißt, nativ ausgeführt wird das nirgends und es wird immer erst übersetzt. Das mag jetzt vielleicht verwirrend klingen. Hä, warum übersetzt man das? Warum macht man es nicht gleich als das und das? Da kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist der Hauptunterschied zu anderen Cross-Plattform-Frameworks, die es so gibt. Ich weiß nicht, viele Leute schreiben Cross-Plattform-Anwendungen mit Electron, also der Chromium-Engine, oder Sachen wie React Native und dann eben mit JavaScript. Das bedeutet aber, wenn ich eine Anwendung für mein Handy in JavaScript schreibe oder für den Desktop in JavaScript schreibe, dann brauche ich erstmal eine Engine, die das JavaScript in einem WebView anzeigt. Das frisst dann irgendwie einen halben Gigabyte Arbeitsspeicher, so wie eben der Webbrowser auch Arbeitsspeicher frisst und dann wird JavaScript ausgeführt. Und das umgeht Flutter ganz einfach, indem nativer Code rauskommt und keine VM erzeugt wird. Was auch noch anders ist, wenn ich in React Native zum Beispiel einen Button definiere, von mir aus mit dem Teilen-Symbol, dann kommt unter Android ein Knopf raus, da ist das Teilen-Symbol und zwar das Android-Teilen-Symbol. Wenn ich das unter iOS ausführe, ist bei React Native dann ein iOS-Teilen-Symbol. Und da Flutter ist das anders, man definiert einmal das Aussehen und das sieht auf allen Plattformen haargenau gleich aus, wirklich haargenau gleich. Das heißt, es ist ein bisschen zwiespaltig. Zum einen ist es für alle Benutzer sieht es gleich aus, zum anderen sind von mir aus die Android-Benutzer nicht unbedingt das Design gewohnt, was man jetzt verwendet hat, weil man es irgendwie ans iOS-Design angelehnt hat. Also das ist, finde ich, ein Nachteil von Flutter, dass das Design überall gleich ist, ist aber auch ein Vorteil auf der anderen Seite. Ich werde häufiger gefragt, Flutter, das hört sich irgendwie so nach einem Cross-Plattform-JavaScript-Zeug an, das kann doch nicht so stabil sein, dass es weit verbreitet wird, dass da irgendwelche Highscale-Projekte mit funktionieren. Und tatsächlich doch, dadurch, dass die Firma Google dahinter steht, wird da massiv rein investiert und zum Beispiel die ganze schöne Werbeplattform von Google, wo man sein Geld
ausgibt oder bekommt dafür, dass man Werbung anzeigt, das ist in Flutter geschrieben. Also es gibt tatsächlich auch relativ große Projekte der Welt, die in Flutter geschrieben sind. Piept nur. Ja, das wäre es zum Inhalt. Ich würde sagen, jetzt so Fragen stellen, detaillierter, ob ich nicht irgendwas zeigen könne, falls ihr da Sachen habt. Das wäre jetzt. Ja? Steckt da schon mal irgendeine Optimierung bei der Übersetzung in jetzt erstmal die andere Programmiersprache dahinter oder wird es einfach erstmal anhand irgendwelcher statischen Regeln rübergeprügelt und wir hoffen mal, dass dort dann irgendwie passiert? Nee, es wird tatsächlich ein bisschen zu viel optimiert, das merkt man, wenn man es kompiliert. Bitte warten, dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Selbst auf einem 16-kernigen Prozessor dauert das. Also es dauert echt teils mehrere Minuten, um eine kleine Anwendung zu kompilieren, aber dafür kommt dann am Ende nur ein paar Kilobyte raus, die halt wirklich performant laufen. Hier nochmal. Muss ich das jedes Mal, wenn ich eine kleine Stelle ändere, erwarten? Nee. Wenn man eine, man kann das auf zwei verschiedenen Modi kompilieren, einmal im Debug-Mode, einmal im Release-Mode. Im Debug-Mode wird quasi ein, auf das Handy, auf dem man es dann testet zum Beispiel, wird einfach eine leere Anwendung rübergetragen und dann der Code wird dann, kann sich live synchronisieren. Das heißt, sobald ich speichere, ist es in der Anwendung, die ich gerade live debugge, live. Ja? Also Sensoren funktionieren, finde ich, sehr gut. Und sonst ist es halt so, dass man, wenn man jetzt irgendwelche Sachen, die jetzt vielleicht nicht standardmäßig drin sind, kann man die selbst implementieren in der jeweils nativen Programmiersprache, also mit den nativen Schnittstellen. Also ich kann, als Beispiel kann ich, wenn ich das aufs Web kompiliere, kann ich da im Dart-Code schreiben, okay, ich möchte den und den JavaScript-Code ausführen, das gleiche kann ich für Android machen, ich kann sagen, ich möchte den und den Android-Code ausführen. Wie mache ich das in Flutter, wenn das alles eigentlich ist? Da gibt es mehrere Klassen dazu, die dann eben, Responsive Layout Klasse gibt es, da kann man dann eben unter verschiedenen Bedingungen sagen, ab der und der Größe wird das und das gemacht, kommt das und das da und da hin. Da gibt es einfach Layout-Regeln als eigene Klassen, die man dann irgendwo, wo man eben gerade die Layout-Regel braucht, kann man das direkt als Klasse reinschreiben. Ja? Von Android bin ich das gewohnt, so für jede Activity oder so eine neue Datei anzulegen. Macht man das dort auch so? Also deine sagen, das ist ziemlich lang und groß aus. Ja, es war eine ziemlich volle Activity. Aber ja, ich habe jetzt auch ja, zum Beispiel hier ist eine Seite einer Anwendung, wo man ein Formular hat, das ist eine eigene Seite, das ist nennt sich Excuse Page und ist dann ein Stateful Widget. Ich habe eine FAQ-Seite in dieser Anwendung, ist dann eben auch ein eigenes Stateful Widget und dann sage ich einfach, navigiere zu dem und dem, aber ja, ist in getrennten Dateien. Aber man kann es theoretisch auch in alle eine Datei schreiben, aber viel Spaß beim Durchlesen. Sonst noch Fragen? Ja, also für viele große, also man kann es klar selbst schreiben, also die Implementierung, das dann in eigenen Klassen umwandeln, aber ja, es ist relativ einfach und für so viele große APIs von mir aus, keine Ahnung, Flickr-Bilder-API, da gibt es schon vordefinierte Klassen, die man einfach nur verwenden muss. Also für viele große Dinge gibt es da schon vordefiniertes Zeug. Ja? In Flutter, zum Beispiel haben wir die letzten beiden Jugendhacks an einem Projekt, eine Fridays for Future Bewegungs-App entwickelt, die ist in Flutter geschrieben. Privat habe ich eine Anwendung, mit der man Physikaufgaben bearbeiten kann, geschrieben und sonst ein paar Kleinigkeiten, die ich irgendwann so zwischendurch brauche.
Sonst noch Fragen? Wenn ihr auch nachher irgendwie Hilfe bei Projekten mit Flutter braucht, könnt ihr mich gerne fragen. Ich kenne mich da relativ gut aus inzwischen mit. Ja? Was ist so mit Grafiken oder so? Also erstens, wenn man einen benutzt? Also... ja, geht. Geht alles. Also es, man kann entweder die Grafiken als Asset definieren. Gibt's das in einem Flutter-Projekt gibt es immer das den Ordner Assets. Und dann kann ich in der pubspec.yaml kann ich definieren, dass dieser Ordner Assets, dass da eben die Assets drin sind. Und dann kann ich die mit einfach in der Dartcode, im Moment, ich überlege gerade, wo ich das habe. Hier, ich glaube in der Datei. Genau, kann ich, da gibt es die Klasse image.asset und dann gebe ich an, welches Asset das ist. Ich könnte aber jetzt auch ein Bild aus dem Netzwerk laden. Geht beides. Ja. Sonst noch was? Dann vielen Dank fürs Zuhören.